Sehr geehrte Damen und Herren, Rheuma ist keine einzelne Krankheit, sondern bezeichnet mehr als 400 verschiedene Erkrankungen an unseren Gelenken, der Wirbelsäule und den Weichteilen. Sie alle verursachen Schmerzen, Einschränkungen der Beweglichkeit und reduzieren die Lebensqualität. Fast jeder wird im Laufe seines Lebens mit solchen Beschwerden konfrontiert. Bei rund 2 Millionen Österreichern entwickelt sich daraus eine chronische Erkrankung. Rheuma ist daher ein Volksleiden, dem leider noch viel zu wenig Beachtung geschenkt wird. Und Rheuma ist keinesfalls nur eine Erkrankung, die ältere Menschen betrifft, sondern kann in jedem Lebensalter auftreten. Zum Thema Rheuma darf ich Ihnen heute den Internisten und Rheumatologen Dr. Thomas Schwingenschlögl aus Wiener Neudorf vorstellen. Herr Dr. Schwingenschlögl, was ist eigentlich Rheuma? Rheuma ist, wie Sie eingangs bereits erwähnt haben, eben keine einzelne Krankheit, sondern ein übergeordneter Sammelbegriff für sehr viele verschiedene Erkrankungen an unserem Bewegungsapparat. Mehr als 400 solcher Leiden sind bereits bekannt. Sie alle verursachen aber Schmerzen, eine Einschränkung der Beweglichkeit und damit eine Einbuße an Lebensqualität. Bei mehr als 400 verschiedenen Krankheiten, wie findet man sich da zurecht? Damit man sich eben in diesem Dschungel von rheumatischen Krankheiten leichter zurechtfindet, haben die Mediziner diese 400 rheumatischen Leiden in 3 große Gruppen eingeteilt. Da hätten wir mal erstens den entzündlichen Rheumatismus. Das ist eigentlich jene Gruppe, die man in der Bevölkerung schlechthin als Rheuma bezeichnet. Also chronische Gelenksentzündungen wie die Rheumatoide Arthritis. Oder die Kombination einer Schuppenflechte mit einer Gelenksentzündung, die nennen wir Psoriasis Arthritis. Oder Entzündungen der Wirbelsäule, das wäre der Morbus Bechterew. Oder schmerzhafte Muskelentzündungen wie die Polymyalgia Rheumatica. All diese Leiden entstehen durch eine Störung des Immunsystems, das zu aktiv, zu aggressiv ist, sich gegen den eigenen Körper richtet und damit die massive Entzündung auslöst. Dann haben wir die zweite große Gruppe, das sind die Abnützungen oder in der Fachsprache degenerative Rheumatismus genannt. Also Verschleißerscheinungen an den Gelenken, der Wirbelsäule oder an den Bandscheiben. Mit zunehmendem Lebensalter nehmen diese Verschleißerscheinungen natürlich zu und betreffen dann so gut wie jeden Menschen. Und dann gibt es noch eine dritte große Gruppe, das ist der Weichteilrheumatismus. Auch wiederum keine Einzelerkrankung, sondern ein Überbegriff für all jene Leiden, die unsere Weichteile betreffen. Das sind die Muskeln, die Sehnen, die Sehnenscheiden, die Schleimbeutel oder einfach das Bindegewebe. Und so ein Weichteilrheumatismus kann nur lokal an einer Stelle des Körpers auftreten, wie zum Beispiel der Tennisellbogen. Er kann aber auch den ganzen Körper betreffen, dann sprechen wir von der Fibromyalgie. Gelenksentzündungen klingen besonders schmerzhaft. Welche Arten gibt es? Der Prototyp einer chronischen Gelenksentzündung wäre eben die Rheumatoide Arthritis, bei uns früher chronische Polyarthritis genannt, aber auch die Kombination einer Schuppenflechte mit Gelenksentzündung, die nennen wir Psoriasis Arthritis, oder schmerzhafte Entzündungen der Wirbelsäule, das wäre der Morbus Bechterew, oder Entzündungen der Muskulatur wie die Polymyalgia Rheumatica. Das wären die echten Gelenksentzündungen und eigentlich jene Gruppe, die in der Bevölkerung schlechthin als Rheuma bezeichnet werden. Gelenksentzündungen sind schmerzhaft. Sie führen zu geschwollenen Gelenken. Die sind rot, prall elastisch aufgetrieben. Sie sind schmerzhaft sowohl in Ruhe als auch bei Bewegung. Warum sind die Gelenksentzündungen so gefährlich? Gelenksentzündungen sind deswegen so gefährlich, da durch die aggressive Entzündung die betroffenen Gelenke oft binnen kurzer Zeit, das heißt Wochen bis Monate, versteifen können. Sie werden zerstört und sind dann einfach nicht mehr gebrauchsfähig. Und diesen Vorgang kann ich dann nicht mehr rückgängig machen. Deswegen ist eine frühe Diagnose und frühe Therapie so unheimlich wichtig bei diesen Gelenksentzündungen. Und wie schaut die Behandlung aus? Die Ursache all dieser Gelenksentzündungen ist eine Störung des Immunsystems, das zu aktiv, zu aggressiv ist, sich gegen den eigenen Körper richtet und damit die Entzündung auslöst. Für die Therapie brauche ich daher Medikamente, die dieses überaktive Immunsystem auf ein normales Niveau herunterbringen, drosseln, sogenannte Basismedikamente.
Und speziell die neue Generation dieser Basismedikamente, wir nennen sie Biologika, die haben zu einer echten Revolution der Therapie geführt. Denn erstmalig können nun ganz gezielt jene entzündlichen Zellen und Botenstoffe des Immunsystems gebremst werden, die die Entzündung auslösen. Und das führt oft zu einem schlagartigen Verschwinden aller Beschwerden und vielfach zu einem kompletten Stopp der Erkrankung. Als zweite große Gruppe rheumatischer Leiden haben Sie uns die Abnützungen genannt. Abnützungen, das sind eben Verschleißerscheinungen am Gelenkknorpel und an den Bandscheiben der Wirbelsäule. Am häufigsten sind die Gelenke, die großen Gelenke der Beine betroffen, wie Knie, Hüfte oder Sprunggelenke, die eben bei jedem Schritt unser Gewicht mit sich tragen müssen. Aber auch die Fingergelenke, wobei hier genetische Einflüsse zu verzeichnen sind. Und natürlich nicht zu vergessen die Wirbelsäule, die kleinen Wirbelgelenke und die Bandscheiben. Ist auch bei Abnützungen eine frühe Therapie wichtig? Natürlich, denn auch bei Abnützungen werden die Gelenke zwar nicht in kurzer Zeit, aber doch im Verlauf von Jahren, sie werden zerstört, sie werden steif. Bei Abnützungen ist aber der Schmerz nicht das erste Frühzeichen der Erkrankung, sondern Schmerzen treten erst in einem relativ weit fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung auf. Deswegen ist die Suche nach anderen Frühzeichen wichtig, wie beispielsweise Knacks- oder Reibegeräusche oder ein Kraftverlust. Das heißt, wenn ich plötzlich beim Mantelanziehen Schwierigkeiten habe, das kann das erste Anzeichen einer Abnützung sein. Auch wenn ich plötzlich Dosen oder Gläser nicht mehr aufmachen kann, das kann bereits der erste Hinweis auf eine Abnützung sein. Oder auch Schwellungen, Schmerzen bei Witterungsumschwüngen, da muss man an eine Abnützung denken. Und dann muss ich sofort mit der Therapie beginnen. Und wie werden Abnützungen behandelt? Abnützungen sind Verschleißerscheinungen am Gelenkknorpel. Ich brauche daher hier Medikamente, die den Gelenkknorpel wieder aufbauen. Und da gibt es für große Gelenke die Hyaluronsäure, eine künstliche Knorpelschmiere, die eben direkt in die Gelenke injiziert werden kann. Für kleine Gelenke gibt es Präparate zum Schlucken. Natürlich ist aber auch ein Muskelaufbau wichtig, denn jedes große Gelenk und auch die Wirbelsäule ist von einem Muskelmantel umgeben, der wie ein Stoßdämpfer wirkt. Je stärker die Muskulatur ausgeprägt ist, desto mehr Belastung wird vom Gelenk selbst weggenommen. Und was versteht man unter Weichteilrheuma? Weichteilrheumatismus ist wiederum keine einzelne Krankheit, sondern ein Sammelbegriff für all jene Leiden, die unsere Weichteile betreffen. Also die Muskeln, die Sehnen scheiden, die Schleimbeutel oder einfach das Bindegewebe. Welche Arten von Weichteilrheuma gibt es? Es gibt einen lokalen Weichteilrheumatismus, der nur an einer Stelle des Körpers auftritt, wie zum Beispiel der Tennisellbogen, der aber nicht nur durchs Tennisspielen, sondern vielfach mehr durch Arbeit im Haus oder im Garten zustande kommt. Aber auch Sehnenscheidenentzündungen im Bereich der Hände oder der Achillessehne oder ein Schulterarmsyndrom, bei dem das seitliche Anheben der Schulter gegen Widerstand Schmerzen bereitet, das sind typische Vertreter des lokalen Rheumatismus. Dieser lokale Weichteilrheumatismus kommt so gut wie immer durch eine Fehl- oder Überbeanspruchung der Muskulatur zustande. Für die Behandlung dieses Weichteilrheumatismus brauche ich daher in erster Linie physikalische Therapiemaßnahmen, allen voran eine gezielte Einzelheilgymnastik. Das bedeutet, geschwächte Muskeln müssen aufgebaut, überforderte Muskeln müssen geschont werden. Zeitweilig werden natürlich auch Schmerzmittel lokal als Gel, als Injektion, als Infusion brauchen. Fibromyalgie, das klingt besonders dramatisch. Ist es leider auch. Die Fibromyalgie ist eben ein eigenständiges Krankheitsbild, das durch großflächige Muskelschmerzen am ganzen Körper gekennzeichnet ist und ist eben der klassische Vertreter eines generalisierten Weichteilrheumatismus. Zusätzlich sind die Betroffenen extrem berührungsempfindlich. Es gibt sogenannte Tender Points, das sind Druckpunkte, zum Beispiel im Bereich der Schultervorderseite, im Bereich des Ellbogens, im Bereich der seitlichen Hüftknochen, die besonders empfindlich sind und auch für die Diagnose herangezogen werden. Aber die Betroffenen sind auch müde, sie sind abgeschlagen, sie können sich nicht mehr konzentrieren, sie sind nicht mehr leistungsfähig. Das kann so weit gehen, dass selbst der Haushalt nicht mehr bewältigt werden kann und der Beruf aufgegeben werden muss. Also die Lebensqualität ist in einem hohen Maße beeinträchtigt. Zusätzlich kommt es zu einer Fülle von vegetativen Begleiterscheinungen, das heißt Reizdarm, Reizblase, Schweißausbrüche, Schlafstörungen. Die Lebensqualität ist wirklich extrem beeinträchtigt.
Das Tückische ist aber, dass selbst bei so starken Beschwerden alle Befunde negativ sind. Das heißt, bei der Fibromyalgie habe ich keine Auffälligkeiten im Labor, ich sehe auch im Röntgen oder Ultraschall keinerlei Veränderungen. Kann man Fibromyalgie behandeln? Natürlich. Für die Behandlung der Fibromyalgie brauche ich ein multimodales Therapiekonzept, also ein Therapieschema auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite wieder physikalische Therapiemaßnahmen, allen voran eine gezielte Einzelheilgymnastik und ein moderates Ausdauerbewegungsprogramm, damit die Muskulatur sich nicht noch weiter abschwächt. Aber gerade bei der Fibromyalgie werde ich zeitweilig sehr wohl Medikamente, das heißt Schmerzmittel, Antirheumatik, auch die entzündungshemmend wirken, aber auch antidepressive, neuropathische Schmerzmittel, Muskelentspannungsmittel einsetzen, damit eben diese Schmerzen, damit der Zustand gebessert werden kann. Rheuma ist also ein sehr komplexes Thema und betrifft immer mehr Menschen. Jeder Patient ist anders und braucht sein individuelles Therapieschema. Aber dank des enormen wissenschaftlichen Fortschrittes darf man heute behaupten, dass so gut wie jedem Rheuma-Patienten geholfen werden kann. Sehr geehrter Herr Dr. Schwingen-Schlögl, vielen Dank für dieses äußerst interessante Gespräch und danke, dass Sie heute für uns Zeit hatten. Ich danke Ihnen. Im nächsten Teil dieser Aufklärungsserie über Rheuma werden wir mehr zum Thema Gelenksentzündungen, im Speziellen über die rheumatoide Arthritis erfahren.